Moin, meine lieben Freunde, wir sind auf der Flucht, mehr oder weniger. Wir haben mitbekommen, wir müssen die Leiche von Himiko verbrennen. Ist jetzt halt wiederum die Frage. Oh mein Gott! Was ist falsch bei euch? Alter Schwede. Ihr General hat sie sich selbst umgebracht. Zack. Kaboom. Echt jetzt? Geht mir doch nicht auf den Sack, Mann. Alter. Es war schon ein bisschen einfach gerade. Oder auch nicht. Oh ja! Booyakasha! Nein! Okay, ich nehme alles zurück. Es tut mir leid, ich hätte das nicht sagen sollen. Ist doch nicht so einfach. Weil ich glaube, wenn ich das immer sage, dann kommen erst richtig die fiesen Gegner. Kaboom. Verbrenne, Kollege. Aber ich glaube, wir sparen uns die Brandmunition. Wow. Das heißt, wir müssen an sich die Leiche verbrennen, weil ihr Geist nicht, also ihr Geist wandelt hier einfach in der Erde. Also sie ist in einer Leiche gefangen, weil das Ritual gescheitert ist. Und ihre Seele, also der Zorn ihrer Seele, ist der Sturm. Das könnte uns hier wirklich befreien von dieser Insel. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh mein Gott, Alter. Nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Wir kommen. Verdammt. Nein. Los. Ich muss sofort zurück. Ich wollte gerade sagen, wir dürfen keinen mehr verlieren. Roth und Alex hätten das nicht gewollt. Zack. Oh, kein Brandpfeil zum Glück. Achtung, sie sind am Pier. Boom. Feuer. Alter Schwede. Ich fühle mich wie die Bogenschützen-Queen. Aus Clash of Clans, Alter. Wir kommen schon. Alter Schwede. Sag mir jetzt nicht, sie haben Jonah jetzt getötet. Ja, kann ja gar nicht sein. Okay, ihr Schweine. Ist das alles, was ihr drauf habt? Sie ziehen sich zurück. Wo ist die Schießerei? Ich sehe nichts. Reyes? Reyes, du bist verletzt. Na komm. Wo ist Jonah? Das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also... Im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. Ich glaube auch. Und so wie Roth. Hör zu.
Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Das wäre okay. Schon mal zumindest ein Anfang. Okay, gut. Funktionieren eigentlich die MGs noch, oder wie sieht's aus? Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Ich bin eigentlich bereit, würde ich jetzt Lara, mal... was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Mathias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir's durch. Die Rettungsaktion ein zweites Mal natürlich durchführen. Bleibt auf dem Boot, Leute. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Er schießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Das finde ich schön. Bis gleich, meine Lieben. Königlichen Sturmwachen. So. Direkt gehen wir rüber. Wow. Ich glaube, wir neigen uns langsam wirklich dem Ende zu. Hier gibt es halt nicht sowas wie Nebenmissionen. Irgendwie cool gemacht, dass es hier keine gibt, aber auch ein bisschen traurig. Und Whitman, wie gesagt... Was zur Hölle tust du, Whitman? Das ist die nächste Frage. Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? So ein Spaß. Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanisch. Eure, Mein Freund. Alter. Whitman ist jetzt genauso tot. Er wurde komplett ausgenutzt. So wie man gesehen hat. Und er dachte wirklich, er kriegt dafür einen Award. Ich würde eher sagen, einen Award für den dümmsten Wissenschaftler, den es gibt. So geprägt von seinem Egoismus. Und ich habe doch gesagt, dass das nicht ohne zu... Also ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe es mir schon denken können, dass er uns verarscht. Das war halt natürlich wahrscheinlich das perfekte Karma für ihn. Die Sturmwache schützt nach all den Jahren immer
noch ihre Königin? Nein! Okay. Alter Schwede. Ich würde gern ein Lagerfeuer finden, wenn wir jetzt hier langsam zum Ende kommen. Ich möchte gerne nämlich vielleicht noch upgraden, wenn es geht. Wir holen dich, Sam, auf jeden Fall. Also wirklich, Whitman. Oh mein Gott. Das ist so ein dicker Oni. Sind das wirklich noch Menschen? Wow. Shit. Wow. Leute. Was machen die? Warum halten die den fest? Andersrum bitte wieder, andersrum! Oh mein Gott, au, au, au! Zum Glück haben die scheinbar Schusswaffen, außer Pfeile wahrscheinlich. Und kaboom. Wie können sie noch am Leben sein nach so langer Zeit? Das ist genau die Frage, wo ich mir schon die ganze Zeit stelle, Lara. Warum? Warum können die das? Und hey, in meiner Sammlung habe ich noch keine Ratte getötet. Na? Jetzt habe ich eine getötet. Vielleicht gibt es ja sowas wie einen Erfolg. Man weiß ja nie. Das Gebet, das ich bei den Generalen Kampfschrotflinte. Dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Ja. Schrotflintenexperte, Gewehrexperte, Pistolenexperte, Bogenexperte. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Bogenexperte, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen, wird nicht einfach sein. Die Sturmwache. Ja, das ist genau das Nächste. Ich weiß, dass ich es tun muss. Alter Schwede. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort Leute, wir haben jetzt so ein kleines Problem, würde ich jetzt mal sagen. Nämlich... Was graden wir jetzt ab? Wir können das hier nicht mehr upgraden, okay. Wir könnten aber hier noch upgraden. Ich weiß aber nicht, ob das so sinnvoll ist, weil eigentlich finde ich die Shotgun ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, die Trommel hauen wir auf jeden Fall rein. Mehr Magazin ist immer gut. Verbesserte Mechanik erhöht die Leistung und den Schaden. Perfekt. Jetzt wird's ernst. Freigeschaltet. Und das war's schon. Vielleicht können wir ja noch irgendwas upgraden. Präzisionslauf, eine individuelle Laufmodifikation, die Projektil
Geschwindigkeit und so den Schaden erhöht. Das merken wir uns. Ja, Schalldämpfer, ich weiß nicht, ob das wirklich so kommt. Wir hauen jetzt hier noch direkt das Ding drauf, weil hier können wir keine Granaten mehr. Keine weiteren Granaten machen. Also Präzisionslauf. Können wir eigentlich so zielen? Also wir können mehr so. Wollte ich jetzt nicht, ich wollte eigentlich nachladen. Okay, nachgeladen habe ich. Shotgun ist schon mal gut. Das freut mich sehr. Bin ich ehrlich? Die haben wir richtig schön upgraded. Echt jetzt? Oh, komm, komm, komm. Ich nehme die Seite. Melde Ziele. Ah, das sind weitere. Komm schon, ihr Schweine. Die Onis, Alter. Haben wir jetzt eigentlich mit Fires Solaris komplett fertig gemacht? Aber ich habe keine mehr gesehen. Ich habe keine einzigen Solaris mehr gesehen, die gegen uns kämpfen. Und Mephaius hat da auch keine Verstärkung. Ach du Heilige. Shit. Schnell weg. Kaboom. Der sieht noch menschlich aus. Und hier. Das haben wir ihm weggehauen. Oh. Shit. Danke für den Weg. Alter, die kannst du ja noch lockerer erwischen. Einmal auf die Beine schießen. Ich habe eigentlich gedacht, die sind scheiße. Also halt scheiße schwer. Oh. Okay, Entschuldigung. Aua. Nein. Nein. Ich wurde zu japanischem Frühstück gemacht. Wo man echt sagen muss, ich feiere den japanischen Akzent und alles. Also generell die Sprache und die Gebräuche, die Kultur finde ich echt cool. Von den Japanern, von den Asiaten allgemein. Aua! Kaboom! Nein. Nein. Ah. Ah. Alter Spiele. Okay. Kaboom. Meine Güte, ey. Du kannst hier nicht mal verschnaufen gerade. Wir lenken die ganze Zeit.
Wir lenken sie die ganze Zeit ab, während Matthias einfach schon vorgeht. Fällt euch das auch auf? Oh ja. Erwischt haben wir euch jetzt, ey. Tja, aber ich muss leider kurz Pause hier machen an dieser Stelle, sonst, ihr wisst schon, wir sind am Ende des Videos. Danke fürs Zuschauen, natürlich ein Like und ein Abo dalassen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.